Also Freunde, wir haben euch versprochen, dass wir die Gründer von Compania noch ins Interview, ins Kreuzverhör nehmen. Und jetzt haben wir hier hinten auch Uli und Christoph bereit. Ich denke, wir lassen direkt los. Wie kommt man denn auf die Idee, Campingbusse auszubauen? Ganz eine simple Frage zum Anfang. Warum? Ich habe vor 10 Jahren ungefähr einen Kitesurfkurs gemacht und hatte immer die Idee, ich will Campingbusse, also will einen Bus haben, weil ich den ja brauchen werde, wenn ich dann Surfer bin und durch die Gegend fahren kann und so weiter. Und habe das dann auch gemacht und mir den einen oder anderen Campingbus selber ausgebaut. Und dann Christoph hat eine Tour gemacht mit einem kleinen Caddy selbst ausgebaut. Und als sich unsere Lebenswege mal wieder gekreuzt haben, kam Christoph tatsächlich irgendwann zu mir und sagte, ey, sollen wir nicht mal einen Campingbus ausbauen und gucken, ob wir den verkauft kriegen? Einfach so als Spaßprojekt. Ja. Und ja, ich habe gesagt, jo, machen wir. Und dann ging es auch schon los. Sprich, ihr habt dann in der eigenen Garage deinen ersten Camper umgebaut. Was war das für ein Fahrzeug? Ein Renault Trafic 2. Der Vorgänger hier von dem Modell. Die Wahl ist damals darauf gefallen, weil wir ja einen besonderen Grundriss umsetzen wollten. Nämlich den Uli sich immer schon für seine Ausbauten in Abwandlungen eben gebaut hat. Ein Grundriss, der einfach deutlich mehr Stauraum bietet im Bereich kompakter Campingbus. Und da war die Wahl auf das Basisfahrzeug tatsächlich durch die Maße, die halt der Trafic hat, ja, hauptsächlich bedingt. Und da habt ihr dann einfach losgelassen. Was habt ihr vorher gemacht? Habt ihr irgendwas in dem Bereich gemacht, das euch zugute kam? Oder habt ihr einfach mal angefangen zu planen und zu bauen? Ich habe eben, wie gesagt, meine eigenen Busse ausgebaut. Genau. Ich war bestimmt, ich habe vorher schon 12 verschiedene Ausbauten in 3 verschiedene Busse reingepflanzt, für mich immer weiterentwickelt. Komme eigentlich aus dem Produktdesign, Möbelbau und hatte deswegen das ganze Werkzeug, was man so braucht, ja, in der Garage liegen. Und hatte witzigerweise gerade im Studium eine Arbeit über den optimalen Campingbusausbau geschrieben. Okay. Und da ging es schon anfänglich eben um diesen Grundriss. Und das war noch ein bisschen anders geplant, aber da waren schon die Grundzüge von dem, was wir jetzt hier haben, erkennbar. Ja. Und den Bus, den habt ihr dann verkauft gekriegt? Oder wie ist die Geschichte dann weitergegangen? Der Bus war tatsächlich, der war schon verkauft, bevor der Boden komplett drin lag. Okay. Wir hatten das Konzept fertig und hatten das eben so erstmal relativ theoretisch aufgebaut und dann angefangen zu arbeiten. Und dann haben wir über 2 Ecken jemanden kennengelernt, der eh schon immer einen Bus haben wollte. Und mit dem haben wir uns dann rangesetzt und das Konzept mal erklärt. Und der hat direkt gesagt, okay, das hört sich so an wie das, was ich haben will. Okay. Und hatte das Vertrauen in uns und in die Idee und in das Konzept zu sagen, so ich kaufe eure Vision, ich mache das. Und konnte dann auch mitbestimmen an den Farben und ja, an den, wie er es eben haben wollte, so in, von der Optik her. Und genau, dann war der direkt, war sofort im Prinzip im Kundenauftrag. Den wolltet ihr nicht lieber selber behalten? War das einfach, den ersten Bus so abzugeben, den man dann gebaut hat? Das war der Notfallplan. Wenn wir nicht verkauft kriegen, dann kriege ich ihn. Ich bin bis heute ein bisschen traurig, dass das nicht geklappt hat. Nein, das war tatsächlich die Idee, der Testlauf war schon zu gucken, kann man das, was bedeutet es, den Grundriss auch kommerziell irgendwie auszubauen. Dementsprechend wollten wir auch einen Käufer haben. Aber das war tatsächlich der Backup-Plan. Wenn wir keinen finden, dann nehme ich ihn und ja, bin weg. Wir stehen jetzt hier sitzen hier vor 2 voll ausgebauten Compania Campingbussen in einer riesengroßen Halle. Ihr seid erst seit kurzem hier. Wie ging der Weg weiter? Das war ja der Start so einer Erfolgsgeschichte eigentlich, kann man so sagen, oder? Das kann man so sagen. Also tatsächlich, ich glaube, wenn wir damals mit diesem Ur-Compania nicht so viel, wenn das nicht so sauber gelaufen wäre, dann wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre. Aber tatsächlich haben wir dann den Prototyp noch einmal
verfeinert, repliziert und sind dann schon in unsere erste, haben dann gegründet, sind in unsere erste Halle gezogen. Auch hier tatsächlich relativ nah dran und haben erstmal 9 Monate lang Weiterentwicklung betrieben, Zulieferer gesucht, ja, Daten erstellt und so weiter. Die Fertigung irgendwie nach vorne gebracht, die Qualität gesichert und sind dann letztes Jahr im Januar in die erste Halle gefahren. Und dafür sind wir dann schon einmal umgezogen. Also wir sind hier im Industriegebiet jetzt schon in den 2 Jahren schon zweimal umgezogen. Also ein Wachstum ist ja erkennbar. Woran liegt es? Woran liegt euer Erfolg? Was macht euch aus oder was macht euch anders? Ich glaube tatsächlich ein wirklich grundlegender steht dabei. Was uns kommt, ist, dass wir das betreiben und betrieben haben, dass wir wirklich alle Lösungen, die wir gesucht haben, daher kommen, dass wir sie gebraucht haben auch selber. Also das ist nicht nur aus einer Theorie entstanden. Wie ist wohl jemand, der campt und was braucht der und wie ist wohl jemand, der Sport macht, was könnte der gebrauchen, sondern wir vereinen sehr viele Sportarten, wir vereinen sehr viele verschiedene Lebensbereiche, das ist jetzt Familie oder eben Single Lifestyle und alles Mögliche, was da irgendwie dazugehört, kommt in unserer Personenkonfiguration irgendwie vor. Ja. Und dadurch brauchten wir ganz viele besondere Lösungen, um das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen, die bei uns aber eben aus dem Leben gegriffen sind. Und ich glaube, das merkt man, ja, dass die Lösungen, die wir uns überlegt haben, tatsächlich praktikabel sind, funktionieren und dass man das gerne macht. Wir haben immer gesagt, wenn wir ein Problem haben und das lösen wollen und dafür was entwickeln, dann soll das Spaß machen, das zu bedienen. Ob ich jetzt den Schrank aufmache oder mir die Küche aufbaue oder mein Bett aufbaue, das soll dann Spaß machen. Und ich glaube, das merkt man schon. Ja. Ihr seid ja quasi ein Startup, sagt man bei uns. Wie groß war das Risiko für euch, jetzt eigentlich den eigenen Traum so mit diesen Campingbussen zu bauen, zu erfüllen? Also ja, groß und auch nicht. Ne? Also im Endeffekt haben wir all unsere Entwicklungsstufen auch immer irgendwie, ne, mitgenommen. Wir haben das. Ich habe mich nie in dem Sinne als Startup begriffen, als dass wir uns irgendwie eine Idee gesucht haben und dann irgendwie Kapital und das miteinander verbunden haben, sondern wir sind eher so wirklich die klassische Garagenfirma. Wir haben das Schritt für Schritt durchgeführt. So, und jeden Schritt auch einzeln, auch mit unterschiedlichen Zielsetzungen zwischen uns. War also nie die Idee, als wir gegründet haben, dass wir mal so eine Halle brauchen, sondern irgendwann war mal die Idee, dass wir Fahrzeuge bauen. Das ist dann eher die Nachfrage und die Resonanz und irgendwie auch der Spaß dann an der ganzen Geschichte und die Arbeit mit den Kunden und so weiter geworden, die das dann halt so weit getragen haben. Insofern habe ich eigentlich den Begriff Startup für uns eigentlich nie so benutzt. Ja. Das war ja, wir haben halt einfach eine Vision und halt das miteinander verbunden und das hat sich irgendwie von alleine her entwickelt. Bringt die Leidenschaft dann schlussendlich den Erfolg mit sich, wenn man wirklich so hinter einem Produkt stehen kann, dass man selber sich auch wünscht, dass das dann schlussendlich den Erfolg auch ein bisschen ausgemacht hat? Ich glaube, dass also das Dahinterstehen, dass wir waren immer erst zufrieden, wenn wir auch wirklich zufrieden waren. Wir haben nichts gesagt, so, ja, das machen wir jetzt so, weil geht nicht anders, sondern wir haben immer erst aufgehört, an den Stellen zu arbeiten, wenn wir wirklich damit zufrieden waren. Und dann kann man tatsächlich auch dahinterstehen. Und wird da dann von nichts mehr überrascht. Also egal mit wem man darüber spricht, man kommt ganz oft dahin, dass jemand fragt, warum ist das so? Und es gibt immer eine Erklärung. Wir haben nichts, das war also eine Idee von Anfang an, dass wir sagen, wir machen nichts so, nur weil man es so macht. Wir versuchen das alles nochmal zu hinterfragen, alles nochmal wirklich von null auf der grünen Wiese anzufangen und uns wirklich bei jeder Entscheidung, die wir treffen, ob es jetzt für den Ausbau oder für die Firma oder was auch immer ist, zu überlegen, ist es sinnvoll, wie es normalerweise gemacht wird? Ja. Und wenn nicht, wie kann man es anders machen? Und was ist die bestmögliche Entscheidung? Und das aber versucht, bis auf das kleinste Detail runterzubrechen. Und klar, dann kann man dahinter stehen und dann ist es auch authentisch. Ja. Glauben einem die Leute, wenn man sagt, das ist gut. Leidenschaft ist tatsächlich, glaube ich, alles. Auch dafür, dass man die Qualität dann produziert und so. Also, das gilt ja auch nicht nur für uns, sondern für alle, die irgendwie mittlerweile mit uns an dem Projekt arbeiten. Ja. Das sind halt alles leidenschaftliche
Leute, die irgendwie mit dem Vanlife auch was anfangen können und einfach richtig Spaß bei der Arbeit haben. Ich glaube, das ist absolut zentral. Ne? Wenn du richtig, richtig Bock darauf hast, dann wird da auch ein gutes Wort. Ja. Vanlife, das ist ja ein Riesenthema momentan, ein Riesentrend. Das trägt wahrscheinlich auch zu dieser Erfolgswelle bei, auf die ihr jetzt ein bisschen reitet. Warum ist dieses Vanlife so in und wie kommt euch das zugute? Ich glaube, das Thema ist tatsächlich einfach, entspricht ein bisschen dem Zeitgeist. Geht halt um ein flexibles Leben. Wir nennen das mobiles Leben. Die Tatsache, dass man, auch wenn man nicht darauf vorbereitet war, dass man irgendwo strandet, sein Zuhause halt tatsächlich einfach dabei hat, passt total in das Lebenskonzept von ganz, ganz vielen Menschen. Ja. Und wir insbesondere jetzt mit dem Van sind ja auf einem Fahrzeugtyp unterwegs, der eben, wo es ja um die Synthese aus Alltagstauglichkeit und Reisemobil geht und das ist tatsächlich bei dem Fahrzeug quasi auf den Punkt gebracht, zumindest der Versuch. Also es ist wirklich die Idee, halt zu sagen, einen Kühlschrank in der Tür zu haben, ist halt fürs Campen ein absoluter Vorteil. Weil ich halt, wenn wir jetzt hier sitzen und grillen, ich muss einfach nicht einmal durch das ganze Fahrzeug laufen. Aber im Alltag habe ich auch den absoluten, konkreten Nutzwert davon, dass ich beim Einkaufen direkt da dran kann und ich auch zum Beispiel im Sommer jetzt nicht mehr einkaufen muss, bevor ich nach Hause fahre, sondern ich bin halt unabhängiger. Das ist so eine klassische Verbindung von konkreten Vorteilen, die man damit hat und die halt den Reiz von so einem Fahrzeug dann ausmacht. Und es ist tatsächlich, viele Leute, die jetzt arbeiten können, eben nicht lange Urlaube am Stück machen und das Reisemobil steht dann einfach viele, viele Tage im Jahr in der Einfahrt und hier nutze ich das eben mit einem Fahrzeug, denke ich, einfach. Ja. Wer ist der Kunde bei Compagnia? Wer kommt auf euch zu? Wer möchte so ein Fahrzeug? Wir hatten irgendwann mal die Idee, dass wir für den jungen Sportler machen wollen und so weiter und sind dabei rausgekommen, dass die es alle sind. Also die Kundenschicht kann man im Prinzip nicht definieren. Was man am Anfang gemacht hätte, eigentlich so designprozessmäßig Target Group, das wäre verfehlt gewesen. Das sind tatsächlich alle, die das interessiert, die damit was anfangen können, die auch in der individuellen Gestaltung sich, jeder findet da irgendwie seinen Platz drin. Ob das, egal was die Hobbys sind oder wie der Alltag der unterschiedlichen Kunden und Käufer aussieht, die finden sich alle damit zurecht und wissen, können sich das alle so modular zusammenstellen, dass sie dann am Ende genau das haben, was sie persönlich brauchen. Ja. Und deswegen ist die Bandbreite an Leuten, die wir ansprechen und ansprechen können, eigentlich fast unerschöpflich. Das tatsächlich. Von der Demografie sind wir komplett über das Spektrum, aber auch von allen möglichen anderen Lebenskonstellationen. Ja. Jetzt fahren ja in Deutschland schon einige von diesen Compagnia rum und gehen campen und so weiter. Was ist das so für ein Gefühl, wenn das eigene Fahrzeug, das man in der Garage da entwickelt hat, jetzt wirklich im Einsatz steht und Leute glücklich macht? Und was ist das so? Schon total verrückt. Wenn man auch tatsächlich irgendwie, dann irgendwann stand ich auf dem Parkplatz, wurde angesprochen, na, ist das so ein Compagnia? So, ja, ist es so. Habe ich gebaut. Und dann kommt man natürlich in super Gespräche und es ist schon abgefahren, vor allem, weil das so wahnsinnig schnell ging. Ja. Weil damit einfach, also davon sind wir am Anfang einfach überhaupt nicht ausgegangen, dass das sich so schnell irgendwie verbreitet und so eine Fahrt aufnimmt. Dachte man am Anfang, wir bauen mal 6 im Jahr und dann ist alles schön.
Und das ging eben ganz schnell in eine andere Richtung und das ist natürlich irgendwie beeindruckend. Es kommt einem, also mir kommt tatsächlich immer so ein bisschen surreal vor, dass das, wie als ich bin Teil davon, dann, ja, okay, ich habe das auch angefangen mit ihm. Ja, krass. Ja. Und das ist schon irgendwie immer noch so, so beeindruckend, dass ich da nicht immer mit zurechtkomme. Also nicht so gedanklich nicht ganz hinterherkomme, was so passiert und dann geht man auf der Autobahn, was so in Kampagne lang fährt, nicht. Hey, der kommt bei uns, ist der Halle abgefahren. Ja. Ja. Schon, noch kennen wir unsere Kunden. Und das ist ja auch ganz schön. Und tatsächlich ist der Reiz, das zu machen, besteht auch ganz viel darin, von der Vision her, dass man halt tatsächlich die Idee, dass in 10 Jahren, in 20 Jahren noch Leute mit dem Wissen unterwegs sind und eben sagen, so die letzten 15 Jahre habe ich irgendwie mein Leben mit diesem Fahrzeug verbracht. Das hat eben ganz viel Auswirkungen gehabt auf das Leben. Ne? Das hat irgendwie einen Beitrag geleistet zum guten, zum guten Leben. Die Idee, die treibt uns an. Ja. Man darf jetzt sagen, ihr habt die Stückzahlen jetzt verdoppelt. Wo führt denn das Ganze hin? Ihr seid jetzt zweimal umgezogen. Wird das noch größer? Wir haben schon vor, wir wollen, glaube ich, nicht mehr umziehen. Ich glaube, wir wollen, deswegen haben wir uns die Halle ausgesucht, auch in der Größe angesetzt. Das können wir jetzt hier voll machen und eben gucken, wie viel hier mit einem guten Gefühl produzierbar ist und auch wie groß die Nachfrage ist. Und dann ziehen wir nicht mehr um. Dass wir das irgendwie schon auf einem für uns nachhaltigen Level halten. Wir wollen nicht zu schnell wachsen und merken jetzt schon, da ist ordentliches Tempo drin und das wollen wir auch weitergehen. Und die tatsächliche Nachfrage, die da auch immer größer wird, befriedigen. Aber ja, für nächstes Jahr wollen wir uns nochmal verdoppeln. Ja. Und dann müssen wir gucken, wie wir die Seite der Halle nutzen. Ob das die Spaßseite und das die Arbeitsseite bleibt oder wir auch hier auf der Seite anfangen müssen zu arbeiten. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Ihr baut jetzt die Fahrzeuge alle auf Renault Traffic auf. Ist da die Überlegung, vielleicht noch ein anderes Fahrzeug dann irgendwann in die Modellpalette aufzunehmen oder bleibt es da bei diesem Modell? Also erstmal haben wir ziemlich gut zu tun gerade mit dem, was wir tun und tatsächlich auch in diesem ganzen Wachstum ist für uns halt unheimlich wichtig, dass wir uns fokussieren, denn tatsächlich arbeiten wir hier einfach mit Träumen von Menschen, die ganz lange gehebt werden und das ist für uns mittlerweile so ein bisschen Routine, den Kunden zu beraten und so weiter. Für den Kunden ist es nie so und für den bleibt es immer eine ganz besondere Angelegenheit in der Regel, sich so einen Traum zu erfüllen und der Verantwortung, der stellen wir uns an der Stelle auch erstmal. Ansonsten kann man, glaube ich, sagen, dass der Schaffensprozess an sich, das Kreieren, das ist schon auch ein großer Teil unserer Leidenschaft und dann wird man mal sehen, was da in der Zukunft so kommt. Wenn ich jetzt ein Compagnia-Fahrzeug kaufen möchte, bestellen möchte, wie gehe ich da vor? Kann ich da bei euch vorbeikommen? Gehe ich da auf die Homepage? Wie informiere ich mich da am besten? Ja, am Anfang gehe ich auf die Homepage und gucke mir das an. Das sieht dann nett aus und dann finde ich das gut. Und dann rufe ich hier an in der Regel oder schreibe eine Mail. Und dann komme ich hierher und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Und tatsächlich findet der Prozess dann so statt, dass wir uns mit jedem einzelnen Kunden dann darüber unterhalten, was er halt vorhat mit so einem Fahrzeug. Ne? Was die Idee dahinter ist und was die Bedürfnisse sind. Jedes Nutzerprofil ist im Detail dann irgendwie doch verschieden und für alles gibt es halt irgendwie eine Lösung. Dann gibt es immer natürlich auch ein Budget und dann guckt man sich an, wenn man das übereinbringt und gießt das Ganze in einen Auftrag. Und der wird dann, das hat dann ein bisschen Vorlaufzeit mittlerweile. Da gibt es also schon Wartefristen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, die Wartefristen sind, ich würde fast sagen, branchenüblich. Wenn es immer bei zehn Monaten, die der Kunde dann warten muss. Das tut mir immer so ein bisschen leid, weil ich halt mir ziemlich gut vorstellen kann, wie sich das anfühlt, wenn man die Entscheidung einmal getroffen hat. Aber das gehört dann halt dazu. Ja. Den will ein bisschen Weile haben.
privat, wie viel seid ihr privat mit einem Kompagne unterwegs? Wann werdet ihr das letzte Mal campen? Jetzt winterbedingt und kinderbedingt und mit all dem, was so passiert, ist Campen schon ein bisschen her. Da war es noch ein bisschen wärmer. Ja. Gar nicht wahr. Vor 2 Wochen habe ich das letzte Mal im Bus geschlafen. Stimmt sogar. Da war ich mal, durfte ich mal eine Nacht alleine campen. Ja. Aber unterwegs bin ich damit jeden Tag. Tatsächlich. Also ich habe, das ist mein Alltagsfahrzeug. Ja. Und ich fahre den mit Frau und Kindern und Sack und Pack irgendwie jeden Tag durch die Gegend. Und ich will auch kein anderes Auto mehr fahren tatsächlich. Also dass ich Bus fahre, für immer war schon länger klar, aber dass ich mit Zwiebeln nichts mehr anderes als Kampagne fahren. Weil es einfach praktisch ist, weil man immer alles mitnehmen kann, weil man alles da hat, wo man es braucht. Und immer, man wird eigentlich vom Alltag nicht mehr überrascht, weil man auf alles vorbereitet sein kann. Und deswegen, klar, immer so jeden Tag damit irgendwie unterwegs. Ja. Und auch jeden Tag gefühlt einen Vorteil dadurch, dass ich so ein Ding habe. Ja, ich bin im Moment, also wir haben tatsächlich, decken wir ja unterschiedliche Lebenssituationen ab. Uli ist jetzt ab Mai zu fünft und ich bin mit dem Ding auch noch alleine unterwegs. Das ist ein bisschen mehr Möglichkeiten, ein bisschen mehr Flexibilität. Ja, ich bin Vollzeitnutzer quasi. Also gibt eigentlich keinen, ich würde sagen, im Durchschnitt in der Woche bin ich im Moment so 3 Nächte im Bus, 4 Nächte zu Hause. Also intensive Testnutzer eigentlich von den eigenen. Ich bin quasi Cheftester und mache halt auch den ganzen Kram, mit dem man dann tatsächlich. Also ich sehe das tatsächlich so ein bisschen als meine Aufgabe, das Ding immer so ein bisschen ans Limit zu bringen, auch jetzt was Wintercamping angeht und so weiter und so fort. Und so entstehen aber auch eben, das ist ganz wichtig für uns, dass das genutzt wird. Es ist ein nutzerbasiertes Konzept und nur dadurch kann man die tatsächlichen Vorteile daraus holen, die man wieder eben drinsteckt. Jetzt habe ich gehört, ihr seid noch am Freiheitsmobile-Treffen in Luxemburg mit dabei als Partner. Da kann man ja sicher das Fahrzeug dann auch live erleben und mal anschauen. Seid ihr noch an anderen Orten mit dabei, wo man das Fahrzeug noch sehen kann? Wir touren dieses Jahr ganz wild durch die Gegend. Es gibt jede Menge Termine, die wir jetzt dann mit der Zeit aufweisen werden. Wir sind beim Mountainbike-Festival in Biber am Merlersee zu sehen. Wir werden noch auf der Outdoor stehen. Wir sind bei beim Freiheitsmobile-Treffen dabei. Wir sind beim Busbastler Basecamp mit zwei von unseren Jungs dabei, die auch ein bisschen Workshops geben zum selber ausbauen, was für uns ein ganz wichtiges Thema ist, weil da kommen wir halt her und irgendwie geht es auch genau darum, in erster Linie geht es um den Spirit und darum, das auch zu verbreiten. Und deshalb ist uns das ein Anliegen beim Campervan Summit Meeting im September, da sehen wir uns dann auch wieder. Genau, das ist für uns auch ein Highlight des Jahres quasi. Da werden wir auch irgendwie mit Workshops am Start sein. Ein paar Kunden von uns. Da kann man also Kampagnen in verschiedenen Variationen sehen. Denn das Schöne ist bei solchen Gelegenheiten dann tatsächlich, dass es einfach, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Fahrzeug zu designen. Deshalb ist es immer schön, wenn irgendwie mal ein paar Fahrzeuge zusammenkommen und man das sehen kann. Da werden sicherlich noch der ein oder andere Termin dazukommen, wo man uns kennenlernen kann. Ansonsten kann man uns immer hier kennenlernen und es wird auch ein Sommerfest geben hier vor Ort. Ja. Genau, wo wir den Termin kürzlich bekannt geben werden, sodass wir uns natürlich auch freuen, wenn da Leute vorbeikommen. Ja. Letzte Frage, abschließende Frage. Warum ist Kompagna die bessere Wahl? Jeweils in 2 Sätzen, bitte. Die bessere Wahl, weil das Konzept in sich einzigartig und absolut stimmig ist. Es wirklich funktioniert. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach echt verdammt fair ist. Einfach wirklich für alle Beteiligten einfach eine faire Nummer ist. Ja, ich würde auch sagen, also das Konzept ist der Schlüssel, der Grundriss ist im Endeffekt das, was eine Kompagnia ausmacht. Das ist irgendwie relativ banal, aber ist entscheidend. Und dann würde ich sagen, dass die Wohnlichkeit, das Design, das gibt es sonst nirgendwo.
vielen herzlichen Dank an das ganze Team von Compania, dass wir da einfach reinschneiden durften, dass wir so viele Antworten gekriegt haben und dass wir uns einfach so frei umschauen durften und natürlich auch, dass euch so zeigen konnten. Das war echt total cool. Und an dieser Stelle natürlich auch die Frage an euch, liebe Zuschauer, gefallen euch solche Sachen? Mögt ihr solche Reportagen? Wollt ihr mit uns zusammen des Öfteren mal hinter die Kulissen von Firmen, von Campingausbauern, von Herstellern, was auch immer? Wollt ihr weitere solche Einblicke bekommen? Schreibt das unbedingt unten in die Kommentare hinein oder lasst auch gerne ein Like da. Wir sehen ja dann, wie das Ganze ankommt. Und wenn da Interesse da ist, dann werden wir euch gerne auch weiterhin an anderen Möglichkeiten einfach mitnehmen. Falls euch das Video und das Interview gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann zeigen wir euch hier oben nochmal das Video vom Interieur, die Roomtour durch den Compania, der erste Teil dieser Reportage. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen und wir sehen uns die Tage wieder hier auf unserem YouTube-Kanal. Tschüss!